Hallo miteinander. Ich möchte euch herzlich zur VU-Live-Sendung begrüßen. Ich werde heute Graziella Marok-Wachter unsere und eure Fragen live beantworten wird. Mein Name ist Lara Zwiefelhofer und ich bin Vorstandsmitglied der Jugendunion. Und ich freue mich heute, Graziella Marok-Wachter als Gast zu haben. Graziella kommt aus Mura und lebt mit ihrer Familie in Schaan. Sie ist 55 Jahre alt und leitet seit 2 Jahren das Amt für Justiz und kandidiert als Regierungsrätin. Hoi Graziella, willkommen an Live-Sendung. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit für die Fragen. Hoi Lara, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf eure Fragen. Zum Anfang möchte ich dir verschiedene Stichwörter geben, zu welchen du jeweils kurz im Satz eine kurze Antwort gibst. Ist es okay für dich? Wohl, es passt. Dann wären wir beim ersten Wort. Es wäre das Wort Geschenk. Ich denke, es ist ein Geschenk, wenn man in diesem Land leben darf. Gut. Das zweite Wort wäre Frühstück. Also unbedingt ein Kaffee, und zwar schwarz und meistens auch noch Müsli dazu. Oberland. Da bin ich jetzt daheim, aufgewachsen bin ich im Unterland und das hört man auch immer noch. Ausgleich? Ausgleich ist für mich vor allem Bewegung verdossen in der Natur, in ganz vielen verschiedenen Formen. Laufen, in den Berg gehen, aber auch mal ums Haus herum. Und lesen tue ich auch sehr gerne als Ausgleich. Schule? Ja, also meine aktive Schulzeit liegt jetzt ja schon einige Jahre zurück. Ich bin jetzt 55. Ich denke aber, das Leben ist per se eine Schule. Also wenn man so will, ist eigentlich das ganze Leben an Lernprozess. Und dort stecke ich jetzt mit drin. Roman? Ich lese gerne. Meistens irgendwelche Krimi so am Abend vor mir ins Bett gehen. Was ich wirklich super gerne gelesen habe, richtig verschlungen habe, sind die Harry Potter Bücher. Ich habe immer vorne zu, wenn sie wieder rausgekommen sind, das Neue gekauft oder die Neue gekauft und gelesen. Dann wäre das nächste Wort, das wäre das Wort Tradition. Tradition ist wichtig. Tradition ist quasi unser Fundament. Tradition zeigt uns, wo wir herkommen. Und es gibt uns unsere Identität. Das, denke ich, ist ein wichtiger Teil von unserer Gesellschaft. Oder von jeder Gesellschaft. Dialekt? Dialekt finde ich auch schön. Ich finde es schön, wenn man hört, wo jemand herkommt. Wenn man gleich sagen kann, aus welcher Gemeinde das jemand kommt. Ja, mir gefallen Dialekt. Meer? Das Meer finde ich wunderschön zum Anschauen und zum am Strand laufen. Ich finde es super cool, wenn es zum Beispiel Wellen hat, wo brandig mit hohen Wellen. Auf dem Wasser bin ich dann kein Held mehr. Also mir fürchtet es dann sehr schnell, wenn es schaukelt im Boot. Sommer? Sommer verbinde ich sehr stark mit Ferien. Wobei, durch die langen Abende, die wir dann ja haben, im Sommer man generell so ein bisschen eine Ferienstimmung hat, weil man alle draußen hocken kann. Also Sommer ist sicher eine wunderschöne Jahreszeit. Vielen Dank für deine Antworten. Gern gehe ich nun auf die Fragen ein, weil ich schon im Vorfeld bei uns eingegangen bin. Zuerst möchte ich euch aber dazu einladen, der Graziella Fragen zu stellen. Das heisst, ihr könnt ab sofort in den Kommentaren Fragen an Graziella Marok-Wachter stellen. Ich werde eure Fragen bei mir aufnehmen und die hier stellen. Also machen mit, ich freue mich auf eure Fragen. Dann habe ich jetzt auf im Vorfeld eingereichte Frage. Du bist die Neue im 3er Regierungsteam der VU. Darum zuerst eine typische Liechtensteiner Frage. Wem gehörst du? Ja, ich gehöre am Franz und Edith Marok von Mura. Bin jetzt verheiratet mit dem Rudi Wachter und wir haben 2 Buben, der Leonard und der Nathan, und wir wohnen jetzt in Schaan. Gut, danke. Was hast du für Hobbys? Bist du in irgendwelchen Verein aktiv? Nein, ich bin früher in der Jugend bin ich im Verein aktiv gewesen. Jetzt bin ich schon seit längerer Zeit nummer und jetzt aus Zeitgründen. Hobby eben, ich bin sehr gerne verdossen in der Natur, gehe gerne gelaufen, gewandern, im Winter auch mal Ski fahren.
Ich lese sehr gern, ich stricke gern, wenn ich mal Zeit habe. Und seit neuestem bahe ich am Wochenende immer mal wieder einen Zopf. Das finde ich jetzt so noch schön, so als Hobby. Du hast zwei Söhne. Wie hast du Familie und Beruf ein brennendes politisches Thema unter Anhut gebracht? Ja gut, letztlich ist es halt so gewesen, dass mein Mann und ich mir uns die Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung immer aufgeteilt haben. Also das haben wir wirklich immer miteinander gemacht. Und ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld gehabt, die uns unterstützt haben. Also aus meiner Familie, aus der Familie von meinem Mann, aber auch aus unserem Freundeskreis. Weil eben immer, wenn einmal irgendjemand ausgefallen ist und wir eine Kinderbetreuung braucht, haben wir immer einen Haufen Leute gehabt, die uns dort geholfen haben. Ja, es ist mit sehr viel Organisation verbunden, aber es ist gegangen und es ist eine strenge Zeit gewesen, aber auch eine sehr schöne Zeit. Und ich glaube, eben für mich hat es gepasst, Beruf und Familie in dieser Form zu kombinieren. Ja, danke. Aber allein geht es nicht, muss ich noch mal sagen. Ja. Wie würdest du dich auf dem politischen Spektrum einordnen? Eher links oder eher rechts? Bist du eher progressiv oder eher konservativ? Also was ich vom Typ her sehr bin oder von meiner inneren Haltung, es ist sehr liberal. Also ich denke, im Kern muss jeder Mensch seinen Weg im Leben finden. Und unsere Gesellschaft lässt ja sehr viele verschiedene Lebensformen zu. Aber natürlich, das liberal sein, ja, hat dort eine Grenze, wo es dann natürlich Probleme gibt innerhalb der Gesellschaft. So politisch, ich glaube, ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Tradition ist für mich wichtig, das habe ich auch vorher schon gesehen. Ich glaube, es gibt uns unsere Identität, es gibt um Halt im Leben. Auf der anderen Seite finde ich auch Neues interessant und spannend und es gibt einen Haufen Chancen im Leben. Also ich könnte mich jetzt dort nicht irgendwo klar zuordnen zwischen traditionell und progressiv. Irgendwo in der Mitte. Ja, gut. Dann ist live eine Frage gekommen. Wie feierst du typischerweise Weihnachten mit deiner Familie? Also typischerweise feiern wir mit meiner Familie und mit der Familie von meiner Tante zusammen. Und zwar wechseln wir immer ab. Einmal gehen wir zu meiner Tante und einmal sind wir bei uns daheim. Ja, heute wird es anders sein, aber so feiern wir eigentlich immer. Und am Tag nachher gehen wir zu meiner Tante väterlicherseits und dort ist die ganze Sippschaft, dort sind wir 20, 30 Leute normalerweise, wo sich alle treffen. Schön. Hast du das Weihnachtsfest dieses Jahr auch schon geplant? Oder was hast du für Pläne für dieses Jahr? Also wir wären in diesem Jahr eben nur in einer kleinen Familie, also nur die sechste Feier, also meine Familie und meine Eltern. Wir wissen alle, warum. Ja. Machen wir es halt einmal im kleinen Rahmen und machen wir das Beste draus. Ja. Wenn du nicht Juristin geworden wärst, was wärst du heute oder was tätest du gerne tun heute? Also ich habe ja angefangen, bevor ich Jura studiert habe, habe ich Architektur studiert. Also das hat mich vom Thema her auch noch spannend gedacht. Dort habe ich dann aber gemerkt, das ist nicht so meins. Dann habe ich es abgebrochen und habe dann Jus studiert. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte keine Ahnung, was ich jetzt wäre oder täte, weil man kennt ja noch immer den Weg, wo man im Leben geht. Und die sich eröffnet hätten, wenn man das nicht gemacht hätte, kennt man ja leider nie. Also ich weiß es nicht, was ich täte, wenn jetzt nicht genau der Weg gegangen wäre. Gibt es für dich eine wichtige Tradition im Liechtenstein? Eine wichtige Tradition. Also ich denke, mir gefallen alle unsere Traditionen. Ich finde den Funken cool, aber ich glaube, es geht so über das Jahr die verschiedenen Feste, die wir haben, wo man wieder Leute trifft, sei es der Jahrmarkt, sei es das Fürstenfest. So Sachen sind mir wichtig und dort gehen wir eigentlich immer auch mit der Familie. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, etwas ist viel wichtiger als etwas anderes. Du bist vorher politisch nicht in Erscheinung getreten. Wann und warum hast du beschlossen, ausgerechnet für die VU dich zu engagieren oder zu kandidieren? Also die VU ist, wenn man so sagen will, bei uns in der Familientradition. Schon mein Nene ist in den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert für die VU zu Muren im Gemeinsrat gewesen. Mein Papa war politisch aktiv gewesen. Mein Mann ist seit vielen Jahren schon für die VU im Gemeinsrat.
Also ich sage, die Partei und auch ich sage, politische Themen haben mich immer schon begleitet. Obwohl ich nicht aktiv war bis jetzt in der Politik. Wir haben daheim immer über alle möglichen politischen Themen diskutiert und ich hatte immer eine Nähe zu politischen Fragen gehabt. Und jetzt kandidiere ich, weil es passt auch in mein Leben. Ich habe gesehen, unsere Buben sind jetzt erwachsen, es gibt auch wieder Raum. Und weil mich Themen wirklich interessieren und ja, weil ich wirklich gerne mitgestalten will, auch im politischen Bereich. Hast du politische Vorbilder? Also ich glaube, ich habe generell nicht in dem Sinn Vorbilder. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, jeder Mensch muss irgendwie seinen eigenen Weg finden und auch seinen eigenen Stil finden. Was ich habe, es sind, oder was es sehr gibt, sind Leute, die mich beeindrucken. Und beeindrucken tut mich Angela Merkel. Und warum genau sie? Und zwar, weil sie eben genau kein Glamour-Typ ist. Also sie ist jetzt wirklich ein Mensch, der sehr zurückhaltend ist, wo man das Gefühl hat, dass sie, ja, also sie fällt nicht gross auf, wenn man so will. Und trotzdem ist sie seit 15 Jahren eine von den einflussreichsten und mächtigsten Leuten, nicht nur zu Europa, sondern fast weltweit, wenn man die Bedeutung von Deutschland kennt. Und ja, also sie beeindruckt mich durch die Art, die sie hat, dass sie sich selber nie im Vordergrund stellt. Es geht immer um das Thema selbst. Und ich denke, sie bewirkt ganz viel im Hintergrund. Gut, danke. Du bist beruflich sehr lange im Bankensektor unterwegs gewesen. Jetzt bist du Leiterin für Amt für Justiz. Wie ist der Rollenwechsel von Privatwirtschaft zum Staat? Ist es für dich eine grosse Ungewöhnung gewesen? Nein, gar nicht. Und zwar, weil von der Struktur von meiner Arbeit her, also vom Kerninhalt von diesen Tätigkeiten, sich gar nicht so viel verändert hat. Ich hatte in der Bank eine Führungsfunktion gehabt. Ich habe jetzt eine Führungsfunktion. Ich habe in der Bank ungefähr gleich viele Leute geführt wie jetzt und auch gleich viele Abteilungen gehabt. Und in der Rolle, in dieser Führungsrolle geht es am Schluss ja immer darum, eben zu führen, zu organisieren, strukturieren, Spezialfälle lösen, wo natürlich immer irgendwo ein juristischer Bezug kommt, Projekte zu leiten. Und es ist im Kern dort, wo ich jetzt bin, nicht anders, als dort, wo ich in der Privatwirtschaft war. Okay, wie erlebst du die Transformation vom Finanzplatz die letzten Jahre? Ja gut, also auf unserem Finanzplatz hat sich natürlich nach der Wirtschaftskrise von 2008 sehr viel getan. Vor allem hat es extrem viele neue Regeln gegeben, die uns die internationale Staatengemeinschaft auferlegt hat, die man umsetzen hat müssen. Und es hat sehr viel, also für sehr viele Leute im Finanzdienstleistungssektor wirklich der Alltag verändert. Also es hat sich wirklich verändert, was sie dann, wie der Inhalt von ihrem Beruf ist. Und es hat darum auch einige Leute gegeben, die sich dem abgewendet haben und sich umorientiert haben. Ich glaube, man hat extrem viel da auf dem Platz. Man hat es sehr gut gemacht im Kern und man hat die Transformation eben in einer sehr guten Art und Weise weitertreiben. Ich glaube nicht, dass die Transformation schon hundertprozentig abgeschlossen ist, weil eben immer noch neue Regeln daherkommen, wo man wieder schauen muss, wie man mit denen umgeht. Aber im Kern, glaube ich, hätte es Liechtenstein und Honis Finanzdienstleister wirklich gut geschafft. Gut, dann ist wieder live eine Frage reingekommen. Wie stellst du dir das Liechtenstein in 100 Jahren vor? Also ohne 2120 vor? Ja, wenn ich es wüsste, ich kann nur sagen, was ich hoffe. Also ich hoffe, dass wir einfach immer noch unsere wunderschöne Natur, die Bereiche, wo wirklich Natur sind, dass wir die immer noch haben würden. Ich hoffe, dass wir immer noch irgendwo, trotzdem, dass wir ein toller Wirtschaftsstandort sind, dass persönlich das noch die Beziehungen untereinander haben würden, wo wir uns duzen und wo man so ein bisschen was, wo man hingehört, so ein Model an. Also ich hoffe, dass uns die Elemente auf alle Fälle, dass es bewahrt bleibt. Welche akuten politischen Themen in Liechtenstein würdest du gerne anpacken?
Ja, ich glaube, es gibt einen Haufen Themen, wo man sich darum kümmern muss. Dort muss ich einfach sagen, von meinem Naturell her bin ich dort sehr breit orientiert. Also, das wird man dann ja auch sehen bei der ganzen Verteilung noch von der Ministerien, wenn es denn dazu kommt, für welche das denn ich zuständig sein würde. Und dort würde ich natürlich mich dann zuerst einmal detailliert informieren müssen, wie wirklich die Sachlage ist. Ich glaube, wir haben verschiedene Themen, die uns allen unter den Nägeln brennen. Also es sind die ganzen Umweltthemen, es sind die Altersvorsorgethemen. Aber es ist ja nicht so, dass dort nichts drum ist. In ganz vielen von diesen Bereichen laufen schon Projekte, gibt es verschiedenste Sachen. Und das muss man einfach dann im Detail anschauen, in den Bereichen, wo man zuständig ist. Und dann schauen, wie man das Thema aufarbeitet und was man dann in welcher Priorität weitertreibt. Dann wäre mir gleich bei der nächsten Frage, welches wären denn deine Lieblingsresorts? Wie gesagt, dort heute, ich glaube, ich bin ein Generalist immer schon gewesen und ich glaube, jedes Ministerium hat wirklich eine Palette von super interessanten Aufgaben. Dort bin ich völlig offen. Dort würde ich mir dann in das einarbeiten, wo ich dann, wenn es dann dazu kommt, zuständig sein würde. Etwas liegt mir am Herzen, es ist aber kein Ministerium, es ist ein Geschäftsbereich, es ist der Justizbereich. Und zwar ganz einfach darum, weil ich aus dem Bereich komme, weil ich erkenne von der Pike auf, weil ich dort alle Elemente in irgendeiner Form gesehen habe. Und ja, als Leiterin vom Amt für Justiz so weiss, was dort für Projekte laufen und weil ich mich um diese Themen wirklich gerne noch weiter kümmern würde. Du hast mehrfach in den Medien gesehen, dass du Daniel Riesch und Dominik Hasler nicht gekannt hast. Wie würdest du deine eventuell neue beiden Teammitglieder beschreiben? Und wie läuft die Zusammenarbeit mit ihnen? Ja, eben, wir arbeiten jetzt ja zusammen. Wir treffen uns immer wieder in verschiedensten Art und Weisen. Also manchmal per Zoom, manchmal auch privat mit viel Abstand an einer Maske und aber auch ein Glas Wein in der Hand. Besprechen verschiedenste Themen und es funktioniert einfach gut. Ich glaube, wir sind unterschiedliche Typen, wir haben einen unterschiedlichen Hintergrund, wir denken die Sachen unterschiedlich an, aber kombiniert funktioniert das wunderbar. Also man diskutiert dann miteinander und nachher merkt man dann eben, was eben der richtige Weg ist. Und ich habe sehr ein gutes Gefühl bei der Zusammenarbeit. Also wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Gut. Mit welcher prominenten Persönlichkeit würdest du dich gerne mal unterhalten, ob tot oder lebendig? Ja gut, aus dieser riesen Palette, jetzt komme ich halt gleich wieder zu Angela Merkel. Man kann es vielleicht nicht vermuten, aber mich dann tatsächlich interessieren, wie so ein Gespräch abläuft, wenn sie mit dem Putin diskutiert, was man jetzt konkret in der Ukraine tun soll oder nicht. Oder wie sie innerhalb von der EU mit Ministerpräsidenten aus Oststaaten, wo ja vielleicht auch nicht ganz einfach ist, immer zum Zusammenarbeiten, wie sie es dort jeweils herbringt, dass man Kompromiss findet. Also so eine Art hat mich schon mal interessiert. Also mit ihr hätte ich sehr gerne mal reden. Wofür stehst du? Was macht dich deiner Meinung nach als Mensch aus? Also ich denke, ich bin geradlinig, ich bin greifbar, man weiß, woran man ist bei mir, ich stehe zu dem, was ich sage. Ich arbeite extrem gerne mit Leuten zusammen. Ich finde es einfach cool, wenn man mit Leuten etwas besprechen kann. Ich bin einfach davon überzeugt, dass man miteinander etwas Besseres herbringt als allein. Da gehört auch ein bisschen dazu, dass man mal eingestehen muss, dass das Gegenüber wirklich die bessere Idee hat und dass man vielleicht zuerst auf dem Holzweg war. Ja, das sind Sachen, ja, so würde ich mich charakterisieren. Jetzt musst du mir noch mal den zweiten Teil von der Frage vorlesen. Du hast gesehen, wofür stehst du? Was macht dich deiner Meinung nach als Mensch aus? Ja, aber ich glaube, es sind so die Themen. Ja. Ja. Cool. Wie reagierst du auf Konfliktsituationen? Also man muss vielleicht Konfliktsituationen definieren, wo ich überhaupt kein Problem habe. Es ist mit Sachthemen, Konflikt auf einer sachlichen Ebene. Und ich meine, auch wenn man meinen Beruf anschaut, ich war Anwältin, ich habe 13 Jahre als Anwältin gearbeitet und dort liegt es quasi in der Struktur im Tagesgeschäft, dass man mit Leuten da hat, die eine andere Meinung vertreten. Also der Gegenanwalt hat per se eine andere Meinung, als man selber hat.
ich habe, wie gesagt, überhaupt kein Problem zu diskutieren auf einer Sachebene, auch nicht, wenn es schwierig ist, auch nicht, wenn es heftige Diskussionen sind. Was ich nicht mag, aber es geht wahrscheinlich jedem so, es ist, wenn es Konflikt gibt, weil irgendwie Zeug hinten rumläuft. Also wenn man das Zeug vertrüllt oder irgendwie hinten rum Sachen sieht, die nicht wahr sind. Weil es führt dann letztlich dazu, dass man wieder sehr viel Energie braucht, um die Missverständnisse auszuräumen, um das Zeug wieder gerade zu bücken. Und mit dieser Zeit könnte man wirklich Gescheiteres machen. Gut. Wo hast du im Laufe deiner Karriere Optimierungspotenzial identifiziert? Was änderst du, wenn du eine nächste Regierung angehörst? Also, ich glaube, das Finden von Optimierungspotenzial ist eigentlich mein Beruf gewesen, schon relativ lang, auch jetzt in der Privatwirtschaft. Also, wenn man eine Führungsfunktion hat, und zwar in einem Bereich, wo man eigentlich nicht im Tagesgeschäft arbeitet, dann gehört ja genau dazu, dass man permanent schaut, was könnte man besser machen, wie könnte man sich optimaler organisieren. Jetzt in meiner Tätigkeit aktuell, was für Gesetze, wo sollte man Gesetze anpassen, wo kann man dort Input, über das es Schwachstellen hat. Ich glaube, das Identifizieren von Optimierungspotenzial gehört also ein bisschen zu dem, was ich wirklich in den letzten Jahren viel gemacht habe. Und dann eben zurück zur Frage, was wäre es denn in der Regierung? Dort komme ich wieder zurück auf das, was ich vorher auch schon gesehen habe. Dort kommt es darauf an, in welchem Bereich das ich bin. Und dort muss ich mich einfach zuerst noch einschaffen. Ich fände es jetzt ein bisschen unseriös, wenn ich jetzt einfach sage, dann die kommen und dann wird das geändert und das geändert, ohne dass ich mich vorher wirklich fundiert mit den Grundlagen auseinandergesetzt habe. Okay, danke. wenn ihr live Fragen mehr hin, dann kämen wir zur letzten Frage. Dann danke für deine Antworten, liebe Graziella. Nun sind wir schon am Ende angelangt. Allfällige offene Fragen, die ihr noch stellen wollt oder im Nachhinein noch einkommen, tun wir euch nachher gerne noch in den Kommentaren beantworten. Nun zur letzten Frage. Welche du uns als Pantomime oder als Zeichnung beantworten kannst. Ich stelle dir die Frage und du kannst dir überlegen, wie du uns dort drauf antworten kannst. Passt das für dich? Ja. Was hast du nächstes Wochenende vor? Also ich mache es per Pantomime, gell? Also, okay. Das wäre es gewesen. Gut, vielen Dank, Graziella. Das lassen wir gerne so stehen. Danke vielmals für deine Zeit und deine Antworten. Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Gerne melden wir uns nächste Woche zur selben Zeit am selben Ort. Es heisst am Mittwoch ab 7 Uhr wieder live hier auf Facebook. Nächste Woche stellen wir den Fragen gerne an Parteipräsident Günther Fritz. Falls ihr schon im Voraus Fragen einreichen möchten, dann schreiben uns doch einfach eine Privatnachricht hier im Facebook oder eine E-Mail an info@vuonline.li. Vielen Dank und ich wünsche euch allen einen schönen Abend.